Es muss uns jetzt gelingen, den Neustart Südtirols zu schaffen. Und das heißt, dass wir so schnell wie möglich auch wieder in die Arbeit kommen. Und die Leute, die ich kenne, die warten alle hart, bis sie endlich wieder arbeiten können. Aber es sind eben ganz, ganz viele Eltern dabei, die hier eine riesige Herausforderung vor sich haben, die einfach nicht wissen, wo sie ihre Kinder hingeben sollen, wo sie ihre Kinder betreut wissen in dieser Zeit, wo sie jetzt wieder arbeiten können. Die meisten haben keinen Urlaub mehr oder auch es wird dann in den Betrieben, wo sie arbeiten, dann wirklich auch keine Zeit mehr sein, Urlaub nehmen zu können. Zu den Großeltern soll man sie nicht geben, denn die gehören ja zur Risikogruppe, die gehören besonders geschützt. Und jeder Tag, der hier verloren geht und jeder Tag zusätzlich, den wir nicht arbeiten können, weil wir eben selber nicht organisatorisch uns absichern können, ist ein riesiger Verlust für unsere Volkswirtschaft. Und wir haben deshalb als Freiheitliche Fraktion auch einen Beschlussantrag eingereicht, wo wir einen autonomen öffentlichen Betreuungsdienst jetzt für die nächsten Wochen, aber auch über die Sommermonate installieren und etablieren möchten. Und ich weiß schon, dass das eine große Herausforderung ist, sei es für alle Beteiligten. Wir müssen das ja so schaffen, dass wir in den Orten draußen am besten eben über die Kindergarten- und Schulsprengel gemeinsam mit den Sportstätten vor Ort. Bisher haben ja meistens die Gemeinden auch die Sommerbetreuung organisiert, aber in dieser Zeit geht es wirklich darum, dass das Land hier die Initiative ergreift, die Unterstützung gibt und auch die rechtlichen Voraussetzungen schafft. Ich kenne auch viele Lehrer und auch pensionierte Lehrer, die sagen, wir würden 2-3 Wochen auch im Sommer uns zur Verfügung stellen, gemeinsam auch mit den etablierten Betreuungen, gemeinsam mit Studenten. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben rund 6.000 Praktikanten, die heuer auch im Sommer unbeschäftigt sind, die wir ja hier integrieren könnten, auch in die Kinderbetreuung. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht Schule in dem Sinne, sondern dass wir wirklich auch die Sportstätten nutzen, die Freizeitaktivitäten nutzen und eben hier auch ein Angebot schaffen, das Kräfte frei werden lässt, die wieder in der Wirtschaft arbeiten können. Denn die Verluste der letzten Wochen werden wir kaum kompensieren und wir können uns nicht leisten, zusätzlich noch Kosten zu schaffen. Ich weiß, dass viele Lehrpersonen jetzt auch gerade sehr unter Druck stehen beziehungsweise eine zusätzliche Arbeit haben, wenn sie den Online-Unterricht gewissenhaft machen. Es gibt wie bei allen Bereichen jene, die es sehr gewissenhaft machen und für jeden Schüler einzeln hier sich auch vorbereiten. Die werden natürlich wenig Freude haben, wenn man sagt, man wird verpflichtend sie auch in die Sommermonate einbauen. Aber ich denke, dass es viele Lehrpersonen gibt, die auch durchaus bereit wären, hier freiwillig etwas zu machen. Es wären auch Mütter bereit, einzuspringen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man auch die ehrenamtlichen Organisationen, Jungschau und so weiter, die auch pädagogische Konzepte und lange Erfahrung mit Sommerbetreuung haben, mit einbezieht, dann schaffen wir das. Wir müssen einfach jetzt auch kreativer denken. Wir müssen wirklich uns bewusst sein, dass die Situation uns allen Opfer abfordert und dass wir gemeinsam dazu beitragen müssen, diesen Neustart hinzubekommen. Dieser Beschlussantrag wird Anfang Mai behandelt. Wir haben ihn bereits veröffentlicht. Und es ist mir hier wirklich wichtig, dass wir als Land und dass auch die Landesregierung den Mut auch hat, eine Lösung zu finden, die für Südtirol gut geht. Jetzt ist es ja schon so, dass sich die Eltern privat organisieren, Nachbarschaftshilfe, das ist alles gut und recht. Aber wir müssen wirklich schauen, dass wir einen öffentlichen Dienst anbieten können. Wenn wir es wirklich ernst meinen mit diesem Neustart, dann müssen wir den Menschen auch die Möglichkeit geben und die Möglichkeit lassen, dass sie arbeiten können.